Guten Morgen, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag hier auf dem Debattencamp. Ich bin Alfonso Pantisano und ich werde Sie auch heute hier durch den Tag führen. Wenn Sie gestern schon hier bei uns waren oder wenn Sie auch die Meldungen in den Nachrichten oder auch in den sozialen Netzwerken mitbekommen haben, dann hat sich die SPD so einiges an diesem Wochenende einfallen lassen, denn in mehr als in 60 Sessions wollen wir eben gemeinsam mit Ihnen Ideen entwickeln, die unser Land in eine bessere und gerechtere Zukunft führen. Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, hat zum Beispiel gesagt, die SPD braucht spannende Ideen für die Zukunft, wenn sie erfolgreich sein will. Und ich glaube, da stimmen ihm sehr viele Menschen zu. Und genau deswegen haben wir Sie heute hier zu Europas größtem Innovationskongress für Politik eingeladen, denn genau das ist dieser Debattencamp. Wir freuen uns über alle, die wie gestern mit uns hier an der Ideenfindung und dann auch an dieser Debatte sich halt beteiligen. Und unabhängig davon, ob Sie nun ein Parteibuch der SPD in der Hand halten oder eben nicht. Es ist tatsächlich ein neues Format mit Kontroverse, mit spannenden Gästen, mit neuen Themen und Menschen, die auch mal querdenken. Denn bei diesem Debattencamp will die SPD zeigen, wie eine moderne linke Volkspartei aussieht bzw. auch aussehen kann. Nämlich leidenschaftlich, vielfältig und mit einer ganz großen Lust auf morgen. Sollten Sie Lust darauf haben, unseren Debattencamp auch in den sozialen Netzwerken zu besprechen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Hashtag SPDDC für Debattencamp dann bei all Ihren Posts und Tweets dann halt eben verwenden. Und genau, da oben steht das DC abgekürzt auch nochmal an unserer Wand. Wie gesagt, wir führen die Diskussion gemeinsam mit unseren Mitgliedern, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben uns viele Anregungen zukommen lassen, nämlich mehr als 4.700 Einsendungen wurden an die Lenkungsgruppen geschickt, mehr als 300 Programmvorschläge für das Debattencamp kamen auch rein und zahlreiche Diskussionsbeiträge wurden auf unserem Debattenportal online gestellt. Wir setzen auf kontroverse Diskussionen, darum wird es auch gleich in der nächsten Session gehen und wollen dann im Anschluss an diese Debatten zu Thesen zusammenführen, die dann der Parteivorstand im Februar dann auch beraten wird. Auf dem ordentlichen Parteitag 2019 wird dann die SPD den Orientierungsrahmen, der aus dieser Beratung dann auch entstehen wird, beschließen und zur Richtschnur für ihr Handeln machen. Jetzt geht es bei uns gleich mit unserer ersten Debatte des Tages los, die wir in einem ganz bestimmten Format mit Ihnen auch führen wollen. Dazu wird Ihnen dann gleich der Moderator der folgenden Session mehr dazu sagen. Das Thema, welches wir behandeln werden, ist digitaler Kapitalismus. Denn wir fragen uns, wie steht es eigentlich um das Internet und den digitalen Kapitalismus? Die Online-Welt sollte uns freier machen, die Wirtschaft in neue Höhen treiben, das Leben für alle selbstverständlich verbessern. Die tatsächliche Entwicklung geht seit langem aber in die komplett entgegengesetzte Richtung. Das globale Netzwerk wird immer zentralisierter, dominiert von wenigen. Wenige Konzerne monopolisieren die Digitalisierungsgewinne, das Urversprechen des Internetzeitalters, nämlich eine dezentrale, unhierarchische, egalitäre Welt, scheint für alle nicht mehr zu gelten. Deshalb ist es jetzt höchste Zeit, den digitalen Wandel so zu gestalten, dass er auch sozialer Fortschritt bringt. Brauchen wir also neue Regeln, um die Monopole der Internetkonzerne zu brechen? Wem gehören unsere Daten? Und wie wird aus dem Internet ein Instrument, das demokratische Werte stärkt und nicht untergräbt? Ich weiß, wir sind jetzt echt alle gespannt auf diese Diskussion, auch unsere Zuschauer, die uns von zu Hause verfolgen, hier im Livestream. Liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, wir freuen uns jetzt auf den Moderator des Tages, Daniel Abou, und wir freuen uns auf die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Andrea Nahles. Herzlich willkommen. So. Hallo, schönen guten Morgen. Ihr braucht keine zweite Begrüßung aus dem sonnigen Berlin heute. Deshalb sage ich mal klar, Solidarität und digitaler Kapitalismus. Und ich freue mich, die Parteivorsitzende Andrea Nahles begrüßen zu dürfen. Ja, guten Morgen erstmal. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert und alle sind trotzdem munter. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratischen Partei, wenn ich in den letzten Jahren über das Thema digitaler Kapitalismus, digitale Revolution, Arbeiten 4.0 geredet habe, bin ich eigentlich sehr schnell oft in so einen Glaubenskrieg hineingeraten. Da waren auf der einen Seite
die Tech-Optimisten, die im Prinzip der Meinung waren oder sind, dass alle gesellschaftlichen Probleme eine technische Lösung finden, dass es im Grunde genommen einfach nur eine positive Geschichte ist und dass die SPD aus ihrer Sicht vor sich hüten sollte, das alles kritisch oder zu pessimistisch zu betrachten. Dann gab es auf der anderen Seite ja die Skeptiker, die grundsätzlich erstmal, wenn sie an technische Veränderungen denken, vor allem an den Abbau von Arbeitsplätzen und Sozialstandards gedacht haben. Auch teilweise eben ein Stück weit, also einfach, weil sie die Befürchtungen ausgetauscht haben. Ich möchte heute zunächst mal festhalten, keiner von beiden hat eigentlich recht. Da bin ich fest von überzeugt. Denn Technologie ist weder gut noch schlecht. Es geht eigentlich darum, sie ist neutral. Es geht darum, was wir daraus machen, was wir zulassen oder nicht zulassen und wie wir den Rahmen setzen dafür. Das ist meiner Meinung nach das, worum es hier auch auf diesem Debattencamp gehen soll. Deswegen mein kurzer Impuls. Zum einen, wenn ich das Internet heute betrachte, im Vergleich zu den Anfängen, wo ja sehr viel Optimismus für eine neue Vielfalt, neue demokratische Qualität auch von Zuckerberg und anderen eben verkündet wurde, dann muss ich 10 Jahre danach jetzt feststellen, das Netz hat sich zentralisiert. Wir landen alle fast immer auf denselben Seiten. Facebook, Twitter, YouTube, Amazon, Google, abends vielleicht noch Netflix oder Spotify. Von den unterschiedlichen Welten des Cyberspace ist nicht mehr so viel übrig. Stattdessen hängen wir in einer immer enger gewordenen Nachbarschaft ab. Eben bei den oben genannten Firmen. Die stecken, das muss man sich vorstellen, vor 10 Jahren noch in den Anfangsjahren kleinere Firmen, Start-ups teilweise. Eine Dekade später sind das die größten, mächtigsten Konzerne der Welt. Im US-Technologie-Index Nasdaq haben alleine Apple, Google und Netflix, Facebook und Amazon 27% des gesamten Kuchens. Und warum? Weil sie vom neuen Rohstoff, davon habe ich gestern schon gesprochen, profitieren. Das sind die Daten. Durch die Digitalisierung erleben wir gerade eine grundlegende Veränderung im Kapitalismus. Zwischen Herstellern, Dienstleistern, Nutzern verändert sich das. In den Stufen der Produktion wird Schritt für Schritt eine neue Schicht eingezogen. Und in dieser Schicht geht es nicht mehr um fabrikmäßige Herstellung, Produktion von Waren oder deren Verkauf, sondern um den Zugang und die Nutzung von Daten. Algorithmen werden zum entscheidenden Produktionsmittel, Daten zum zentralen Rohstoff und Information zur Ware Nummer 1. Information ist jetzt schon die Ware Nummer 1. Wer sie sammelt, verwertet und dann darüber entscheiden kann, was geschieht, der hat die Macht. Ich habe das gestern bewusst in den Machtkontext gestellt, denn wir gehen damit immer noch meiner Meinung nach zu naiv um. Zu dieser neuen Form des Datenkapitalismus gehören eben jetzt das Phänomen künstliche Intelligenz. Auch hier haben wir mit einer weitreichenden Veränderung zu tun. Sie bietet unglaubliche Chancen. Ich sehe das insbesondere auch jetzt schon im medizinischen Bereich. Das ist hervorragend. Man kann sich auch vieles vorstellen, was mühselig und langweilig ist an Arbeit, dass man auch mal los wird als Mensch, so allgemein. Aber es stecken auch hier wieder andere Seiten drin, die nach einer politischen, einer demokratischen Regel schreien. Zum Beispiel bereits heute, und das ist wirklich unglaublich, richtet in den USA eine Software darüber, ob Haftstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden oder das Rückfallrisiko zu hoch ist. Eine Software richtet. Ich glaube, wir müssen uns deswegen sehr genau, und zwar jetzt, entscheiden, was man guten Gewissens einer Maschine an Entscheidung überlassen kann und was immer nur eine menschliche Entscheidung sein kann. Und das wäre für mich so ein Fall, wo ich schon sagen würde, es kann nicht sein, dass Bewährungsstrafen nur nach Rückfallquoten, denn die sind nicht neutral. Die basieren auf Daten und die wiederum in
inhalieren auch Diskriminierungen. Wenn man sich in den USA anguckt, wer sitzt in den Gefängnissen, dann sind es vor allem junge schwarze Männer. Warum sitzen die da und alles wird ausgeblendet? Die Software geht nur nach dem Rückfallrisiko. Leute, das ist ein großes Problem. Ich will es nur mal an diesem Beispiel deutlich machen. Bereits heute sind wir mit dem System der künstlichen Intelligenz eben da konfrontiert, denn wir füttern die jeden Tag. Jeder von uns füttert die. Jedes Mal, wenn wir darauf reagieren, wie Google einen Tippfehler in unsere Mails korrigiert, lernt das System automatisch. Wenn jetzt ein Testfahrer von Tesla in einem autonomen Fahrzeug eine Korrektur macht, lernt das Programm. Das ist ja an sich gut. Problematisch finde ich, dass diese Netzwerkeffekte die Monopolstellung der bereits genannten Konzerne nur noch verschärfen. Denn was jetzt passiert und was neu ist, dass Daten und Innovation zusammenhängt. Wer die meisten Daten hat, hat auch die meiste Chance auf Innovation und wird damit noch stärker auf dem Markt. Also, es geht darum, an dieser Stelle auch die Gesetze der Marktwirtschaft wieder überhaupt zur Geltung zu bringen. Es mag verwundern, wenn das von einem Sozialdemokraten kommt, aber Monopole sind das Ende von Markt und wir wollen eine soziale Marktwirtschaft, aber wir wollen nicht monopolistische Marktwirtschaft, denn das ist keine mehr. Das halte ich für den einen Effekt. Der andere ist aus meiner Sicht eine demokratische Herausforderung. Klare Regeln brauchen wir im digitalen Kapitalismus. Der digitale Wandel soll allen nutzen, dem Einzelnen und der Gesellschaft. Und das ist es, worum es hier geht. Die Digitalisierung verändert die Spielregeln des Kapitalismus, das habe ich eben dargelegt. Jetzt müssen wir die Spielregeln verändern, um dem Kapitalismus auch wieder Grenzen zu setzen und bestimmte Entwicklungen auch zu steuern. Und dabei leitet mich das Ziel, dass technischer Fortschritt auch tatsächlich wieder dem Menschen zugutekommt. Und für mich ist das deswegen einerseits eine Verteilungsfrage. Da geht es ganz simpel um die Frage, dass wie jeder Einzelhändler, wie jeder Handwerksbetrieb, digitale Unternehmen auch Steuern zahlen müssen. Und das müssen wir einfordern, international, und wenn das nicht direkt im ersten Lauf liegt, europäisch. Und wir haben auch durchaus, auch was das Kartellrecht und anderes angeht, auch Möglichkeiten auf der nationalen Ebene. Das müssen wir tun. Die zweite Sache ist Eigentumsmodelle. Warum muss das alles nur privatwirtschaftlich laufen? Ich hatte eine Veranstaltung neulich mit Rebo Scholz und ich sage, Online-Genossenschaften müssen auch gefördert werden. Zurzeit in Deutschland folgende Situation: Start-ups werden gefördert, genossenschaftlich organisierte Start-ups nicht. Darüber habe ich bereits mit dem Finanzminister geredet und wir suchen das zu ändern. Denn es ist aus meiner Sicht auch im Frühkapitalismus, der einige Ähnlichkeiten aufweist, gerade was die Monopole angeht, auch entstanden die genossenschaftliche Reihweisenbewegung und andere. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder eine Phase, aus meiner Sicht, wo diese Idee sehr wohl in dieser neuen Marktwirtschaft Fuß fassen sollte und aus meiner Sicht innovativ und sozial von vornherein sein kann. Deswegen unterstütze ich auch an dieser Stelle diese neuen Online-Genossenschaften, die es übrigens auch hier in Berlin und überall in Deutschland schon gibt. Ich kann euch gerne mal eine Liste geben, aber ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Digitalisierung bedeutet Vergesellschaftung und Teilhabe. Also mein wichtigster Punkt, an dem ich jetzt schon seit Monaten arbeite, ist, dass ich eigentlich möchte, dass wieder für Innovation und Freiheit mehr Raum geschaffen wird. Und Datenmonopole verhindern das. Gebt die Daten frei. Das ist meine Parole. Das ist meine Devise. Ich habe dazu einen konkreten Vorschlag gemacht, ein Daten-für-alle-Gesetz. Sobald ein Digitalunternehmen einen bestimmten Marktanteil hat oder überschreitet, muss es einen repräsentativen Teil seines Datenschatzes öffentlich zugänglich machen. Was ist der Vorteil? Alle Unternehmen und Start-ups können die geteilten Daten dann ebenfalls nutzen, um neue Produkte zu entwickeln und damit an den Markt zu gehen. Wir wollen also den Produktionsfaktor Daten, also den Rohstoff, teilweise wieder vergesellschaften, damit der Nutzen allen zugutekommt.
Das ist eine Demokratisierung dieser Datenschätze. Das, meine ich, ist ein lohnenswertes Projekt für eine sozialdemokratische Partei. Das ist nicht nur fair, sondern auch für innovative Standortpolitik für deutsche und europäische Start-ups und mittelständische Unternehmen sehr wichtig. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Idee, die wir jetzt nicht nur einfach in die Welt gesetzt haben, sondern wir werden im Januar einen Workshop machen, wo wir, kann man auch auf Livestream verfolgen, dann versuchen, ein Gesetz zu bauen mit den Akteuren, mit Google und Facebook, mit den deutschen Unternehmen und Start-ups, mit den Gewerkschaften, mit den Expertinnen und Experten, werden wir einen öffentlichen Gesetzgebungsprozess bei uns auf den Weg bringen. Denn wir wollen von Anfang an, wenn wir sagen, Daten teilen, auch an der Stelle die Entstehung dieses Gesetzes auch öffentlich vollziehen. Und deswegen dieser etwas ungewöhnliche neue Weg, ein solches Gesetz zu entwickeln und die Grundlagen dafür zu schaffen. Ja, die sind dabei, die Datenschützer, Kartellamt. Ja, ich denke, der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Gegenüber von Google, Facebook und Unternehmen, die digitalen Dienstleistungen. Also, ja, ganz im Ernst, ich mache jetzt hier keine Randdebatten. Wir haben einen Workshop mit zig Leuten, die alle ihre Expertise einbringen. Und es sind viele Leute, die kompetent sind. Und da habe ich keine Sorge, dass da eine mangelnde Balance herrscht. Die Datenschutzgrundverordnung der EU hat übrigens gezeigt, dass das, was ich hier beschreibe, dass man wieder neue Spielregeln auch setzen muss, dass das geht. Denn es ist ja, das ist einfach ein zähes Ding. Es ist nicht 100% perfekt. Es muss noch mehr daran gearbeitet werden, aber es ist gelungen. Und alle diese Konzerne richten sich jetzt auch ganz klar nach diesen neuen Regeln. Und was der Witz ist, wir haben damit einen Markt, einen europäischen Markt geschaffen, wo tatsächlich die Persönlichkeitsrechte so gut geschützt sind wie nirgendwo sonst auf der Welt. Um das mal deutlich zu machen, man kann sich mehr vornehmen als in anderen Weltregionen. Und ich möchte an dieser Stelle auch an der EU-Kommission einmal Danke sagen. Die haben eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Die größte Kartellstrafe, die jemals gegen ein Unternehmen verhängt wurde. Und auch das ist entschiedenes Handeln gewesen, auch von zwei Kommissaren, von der ganzen Kommission, die das am Ende getragen hat. Hier stimmt schon die Richtung. Da gibt es noch kein Entspannungssignal. Wir haben noch eine Menge zu tun. Aber es zeigt sich eben, dass wenn wir in Europa zusammenarbeiten, wir auch wirksam etwas hinbekommen können. Und das gibt mir jetzt auch den Optimismus für die nächsten Jahre, dass wir sagen, vieles von dem, was jetzt vielleicht noch illusorisch erscheint, was vielleicht noch weit hergeholt erscheint, wie ein Daten-für-alle-Gesetz, das ist machbar. Das ist eine Frage der politischen Entscheidung. Wir bleiben dran und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank, Andrea. Debattencamp heißt ja sozusagen mitdebattieren. Ich werde mal eine Frage stellen, damit ihr euch schon mal eure Fragen überlegen könnt. Macht euch einfach dann per Handzeichen bemerkbar und alles Weitere. Ich sehe immer schon gleich die Ersten, die dann das dürfen. Aber Andrea, du hast, wir haben ja sozusagen das Silicon Valley Modell, das chinesische Modell, was ja Digitalisierung angeht. Und du möchtest ja sozusagen ein europäisches Modell haben. Jetzt frage ich mich sozusagen auch, im Beispiel, dass Infrastruktur, also die gesamte digitale Infrastruktur, also alles, was Cloud Computing ist, ist Amazon Web Services, Google Cloud, UI hat die Backbones. Wie kann ein europäisches Digitalmodell funktionieren an sich? Und weil wir in Deutschland oder in Europa auch kaum eine eigene Infrastruktur in dieser Frage haben. Ja, wir brauchen auch eine europäische Cloud, sage ich zum Beispiel jetzt mal ganz klar. Ich kann mich erinnern, dass wir vor Jahren mal einen Satelliten in die Luft geschossen haben für 1,5 Milliarden als Europäer, weil wir gemerkt haben, dass wir abhängig sind, was Aufklärungsbilder anging. Während des Jugoslawienkrieges damals haben wir nur Bilder bekommen von den Amerikanern oder Russen und die waren teilweise
gefälscht. Und daraufhin hat sich die Europäische Union entschlossen, einen eigenen Satelliten ins All zu schießen. Und genauso, sage ich jetzt mal, brauchen wir auch eine europäische Cloud. Wir brauchen auch europäische Infrastruktur. Das ist das Erste, was wir brauchen, um ein europäisches Modell zu machen. Das Zweite ist, dass wir uns eben, das habe ich am Beispiel Datenschutz, Grundverordnung jetzt auch gezeigt, eigene Regeln geben müssen. Die müssen wir auch gesamteuropäisch diskutieren und auf den Weg bringen. Und ich denke zum Beispiel, dass das möglich ist, weil wir es jetzt auch gezeigt haben. Ich bin unter auch Handlungsreisende in Sachen Datensharing, Daten für alle Gesetz. Hm. Viele gucken hier auf Deutschland, was machen wir hier? Und wenn das ein vernünftiger Aufschlag ist, dann kriegen wir dafür auch Mehrheiten in Europa. Es ist letztendlich eine Frage, eine Mischung aus Infrastruktur schaffen, Selbstbewusstsein auch haben, eigene Maßstäbe und eigene Regeln durchzusetzen. Dann geht das auch. Wenn du über das Daten für alle Gesetz redest, kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Punkte noch mal herausstellen, was dir an dieser Daten für alle Geschichte wichtig ist und wie auch sozusagen es funktionieren könnte. Ja, ich habe jetzt neulich wieder immer gehört, dass die müssen alle da einfach Vergesellschaftung, ne? Saß eine grüne Parteivorsitzende neben mir auf einer Veranstaltung, hat das gefordert. Naja, gut. Ich versuche jetzt irgendwie immer noch bei allem zu gucken, was geht denn, was wäre denn möglich am Ende. Ja, ne. Und ich glaube, es ist möglich, dass man denen eine Pflicht zum Teilen auferlegt. Aber Enteignung halte ich dann doch eher für so ein revolutionäres Konzept. Und ich bin nicht per se gegen Revolution, aber ich sage mal an der Stelle, da müssen wir dann noch, es ist leichter, eine Datenteilung durchzubekommen und die ist auch effektiv als eine Enteignung von Google. Deswegen bin ich also dafür, dass wir an der Stelle einen machbaren, ambitionierten Weg versuchen. Und das ist der Hintergedanke beim Daten für alle Gesetz. Okay, vielen Dank. So, darf ich mal Handzeichen sehen? Okay, wollen Sie mich schon hochkommen? Keine Scheu. Sagen Sie kurz Ihren Namen und Ihre Fragen. Ja, Birte Könnecke. Du hast gesagt, einer der Hauptrohstoffe sind Daten. Ich denke, im Internet ist noch ein zweiter Rohstoff unterwegs und das sind Fakten und die Wahrheit und die Interpretation, was ist eigentlich heute überhaupt noch Fakt? Und ich denke, das ist eine riesen Gefahr momentan, dass da die Grenzen komplett verschwinden und es immer mehr Leute gibt, die eben ihre eigenen Fakten da generieren und die Menschen den Unterschied nicht mehr erkennen können. Wie können wir damit umgehen? Vielen Dank. Einfache Fragen, ja? Die Wahrheit muss kampagnenfähiger werden. weil ich erlebe momentan, dass die Fake News Verbreiter und Verschwörungstheoretiker sich das den Social Media Bereich immer mehr unter den Nagel reißen. Und meiner Meinung nach müssen wir einfach als Aufklärerinnen und Aufklärer und Wahrheitsvertreterinnen und Vertreter aktiver und schlauer und deutlicher und lauter und kampagnenfähiger werden. Alles andere scheint mir nicht möglich zu sein. Es gibt nicht die Richterin oder den Richter im Netz, der jeden Tag alle Wahrheit von der Unwahrheit trennt. Das ist nicht möglich. Zweitens brauchen wir vielleicht auch wieder mehr Austausch. Also diese Echokammer-Problematik macht mir auch demokratiemäßig Riesensorgen. Wenn jeder nur noch in seinen eigenen selbstverstärkenden Raum reinruft, und kein Austausch mehr zwischen den unterschiedlichen Perspektiven existiert, dann habe ich noch keine perfekte Lösung dafür, aber da sehe ich eine große Aufgabe für uns. Vielen Dank. Dankeschön. Handzeichen. So, dann sagen Sie auch Ihren Namen. Moment. Dr. Frommer, ich habe eine Kernfrage. Und zwar, ich vermisse den Blick auf den Innovationskern oder die Innovationskerne, die wir in Deutschland haben. Zwei Beispiele, HPI hier in Potsdam, SAP, ein Betriebssystem für Firmen, was weltweit Standard setzt. Viele fluchen darüber, aber trotzdem, es setzt den Standard, ist ein Betriebssystem, wir nutzen das nicht. Zweites Punkt, meine Domäne, Bioinformatik. Es findet eine echte Revolution in den Therapien statt. Wir haben gerade die Presse gelesen, Immunotherapien. Wo ist die systematische Unterstützung für die ganzen Initiativen der DFG, Max Planck, im Bereich der Tumorgenetik, im Bereich der Hochdurchsatzsequenzierung, der Datenbanktechnologien, wie sie zum Beispiel im DKFZ in Heidelberg sind? Hier fehlt die Dimension der Unterstützung und auch das Betonen von echten Revolutionen, die wir im Land haben. Und wir müssen uns gegenüber dem Silicon Valley nicht verstecken. Okay. Dankeschön. Sehr nett.
ich fand das jetzt einfach aus meinem Statement. Man könnte auch sagen, da hat er uns mal ein bisschen in den Hintern getreten und ich nehme es mit. Weil es ist letztendlich so, dass ich nicht so ganz überzeugt bin momentan von der Aufstellung in der Bundesregierung. Es ist jetzt mittlerweile jeder für Digitalisierung zuständig und ja, ist so, ne? So ein bisschen ja, ja, total. Gießkanne, ne? Ja, ja. Her damit mit Ihrer Karte. Ja, alles klar. Nächste Frage, bitte, der Jungmann, bitte. Komm. Keine falschen. Take a seat. Wie ist der Name? Mein Name ist Justus und ich hätte zwei Fragen. Und zwar zum einen, wieso werden diese großen Konzerne, die wir eigentlich von der Macht beschneiden wollen, diese riesige Macht, die sie gerade haben, wieso wollen wir diese so stark dann in den Gesetzes, in diesen Prozess mit einbeziehen? Und das Zweite ist, bei diesen Riesenkonzernen, wann wird einfach mal angefangen, dass diese Konzerne auch wirklich Steuern hier in Deutschland bezahlen oder wenigstens in der EU? Wie wäre es mit einem Modell dafür? Ja, das verhandeln wir gerade auf der europäischen Ebene. Es gab einen Vorschlag von der Europäischen Kommission, der für Deutschland gar nicht passt, weil wir würden 100 Milliarden auf einen Schlag an Steuereinnahmen verlieren. Und das wurde dann so, teilweise auch in den Social Media, ich sage jetzt nur mal wahrheitswidrig, verbreitet, als ob wir gegen eine digitale Besteuerung wären. Nee, das muss aber auch eine sein, die passt. Ja? Und es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und ich glaube, dass wir das noch die... Ja, richtig, aber ich persönlich finde, man darf auch durchaus mit Verlaub an dieser Stelle als deutsches Land auch auf die eigenen Interessen noch mit ein Auge haben. Wir sind nicht in Europa diejenigen, die immer nur sagen Germany first. Da kenne ich ganz andere Fälle, die immer nur sagen, erstmal geht es um uns. Die große europäische Reden halten, aber am Ende ist es immer France first, wenn man genauer hinguckt. Leute, da sind wir anders und das ist auch gut so und da bin ich auch stolz drauf. Aber ich sage an der Stelle, wir werden noch in diesem Jahr, ist mein Optimismus, eine Lösung finden in Europa für eine Digitalsteuer. Und das ist doch eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gute Nachricht, weil ich stimme dir vollkommen zu. Wir brauchen das. Es kann nicht sein, dass auch, das ist auch für unsere eigenen Handwerker, für unsere Mittelständler, das ist einfach unmöglich, dass die ganz normal ihre Steuern zahlen und die Großen hier wie so ein Staubsauger rüberschwingen und hier gar nichts als zum Gemeinwohl beitragen. Und deswegen bin ich sehr dafür und wir werden es noch dieses Jahr schaffen. Davon bin ich fest überzeugt. Vielen Dank. Er hat sich gemeldet. So, moin, sagen Sie Ihren Namen. Ja. Wolfgang Scholl ist mein Name. Ich möchte erst mal bedanken. Das ist wunderbar, der Ansatz. Ich würde aber gerne noch weitergehen, um das Problem grundlegend zu haben. Wir haben kein von den IT-Konzernen unabhängiges Betriebssystem. Wir verwenden alle Microsoft in den europäischen Verwaltungen. Wir wissen die Probleme. Und es wäre ein leichtes eigentlich, Open-Source-Software, die existiert, in Europa gezielt zu fördern durch Institutionen, damit wir in Europa eine eigene Softwarebasis haben, die dann hier weiterentwickelt werden kann. Und wenn ich auf das Beispiel Barcelona komme, wo Francesca Bria das entwickelt für Smart City, so könnten wir das in allen Bereichen entwickeln. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, ja, es ist Zeit für einen zweiten Anlauf in diese Richtung. Denn den ersten Anlauf Linux und andere hat es ja gegeben. Hm. Und es hat sich nicht durchgesetzt. Ja, leider. Und ich glaube, dass das Bewusstsein damals noch nicht groß genug war, wie krakenartig sich das erweitert, wie stark diese Monopole werden. Ich glaube, das ist jetzt wirklich an der Zeit, diese Frage nochmal neu aufzuwerfen. Ich unterstütze das ausdrücklich. Vielen Dank. So, Sie und dann Madame. So, guten Morgen. Morgen. Sagen Sie kurz Ihren Namen. Guido Meyer-Arndt. Guten Morgen. Ich möchte dem Modell für Daten für alle das Modell entgegenstellen, Privateigentum für Daten. Jeder weiß, dass Gesundheitsdaten natürlich privat sind und warum soll das nicht gelten, auch für meine Daten im sozialen Netzwerk? Ich glaube, das Problem
kann man anders lösen, indem man zum Beispiel soziale Netzwerke kompatibel macht. Viele soziale Netzwerke, nicht nur eins, nicht nur Facebook, sondern jede Zeitung hat ein eigenes soziales Netzwerk und alle sind untereinander kompatibel, auch mit Facebook. Damit hat man das Problem der Datenteilung gelöst. Vielen Dank. Also die Menschen treten ihre Daten freiwillig mit einem Klick hier ab. Ne? So. Die sind erstmal denen. Und was passiert? Oh, der Schuh muss schnell her, Klick. Da haben wir es schon wieder weggegeben. Also es ist meiner Meinung nach jetzt mal aus der Konsumentensicht ja nicht so, dass mir die Daten zunächst mal nicht gehören, sondern sie werden weggegeben in einem Akt, einem vertraglichen Akt. Ihr kennt ja diese langen Riemen, ne? Die kein Mensch sich niemand liest. Ja. So, und ja, und da fängt es schon mal an, dass wir über die Frage reden müssen, wie lang sind die Dinger, wie kompliziert und so weiter. Das ist die eine Sache. Trotzdem traue ich den Konsumenten an der Stelle nicht. Mir selbst traue ich nicht, weil ich ja auch teilweise so agiere, mein Gott, weil ich gerade keine Zeit habe und der Kindergeburtstag vor der Tür steht und klick, so. Deswegen ist die Frage meiner Meinung nach so nicht zu lösen. Worüber wir nachgedacht haben und worüber wir nachdenken, ist, dass man sozusagen seine eigenen Daten im Netz immer verfolgen muss, wo sie landen. Dass man sozusagen eine eigene Kennung hat. Das birgt allerdings auf der anderen Seite auch wieder Schwierigkeiten und auch Probleme. Aber man könnte, gerade bei medizinischen Daten scheint mir das eine Debatte wert zu sein. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben uns mit synthetischen Daten jetzt beschäftigt. Wie kann man synthetische Daten produzieren, um die dann medizinisch oder wissenschaftlich auswerten zu können? Das wird ja teilweise auch schon gemacht. Also ganz vielleicht scheint mir das nicht zu sein. Aber es lohnt die Debatte. Ich kann das so nicht abhaken, Klick. Vielen Dank. Ich möchte nur sagen, ich sehe ja viele... Klatsch, klatsch, klatsch. Ich sehe viele Handzeichen, aber ähnlich wie eine LAN-Party in den 90er Jahren stark männerdominiert. Deshalb kann ich nur empfehlen, bitte auch, dass es hier nicht nur eine, und darf ich in dem Sinne, auch vielen Dank. Klar. So, sagen Sie uns Ihren Namen. Moin, mein Name ist Maren Wolter und ich wollte mal fragen zu Schweden. Die sind ja dabei, ihr Bargeld mehr oder weniger abzuschaffen. Und wenn wir jetzt quasi bei Amazon unsere eigenen Daten preisgeben, wenn ich dann kein Bargeld mehr habe, kann ich nicht mal mehr anonym einkaufen. Wie wollen wir uns darauf stellen? Vielen Dank. Jetzt. Also da kann ich hier nur eine persönliche Meinung zu sagen. Ich glaube, es ist nicht klar. Wir haben dazu noch keine SPD-Position. Meine persönliche Meinung, ich war letztes Jahr im Sommer im Urlaub in Schweden. Ich habe da Verwandte. Und da bin ich echt, da habe ich Glocks gekauft, ne? Und dann war da eine riesen Schlange vor mir und dann habe ich das da zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, dass die da nur so zack, zack, zack ging und ich Volltrottel kam da mit meinen Kronen an, ne? Und da guckte die mich schon mitleidig an, ne? Und identifizierte mich schon als Touri, ne? Und da ist mir das zum ersten Mal so richtig klar geworden. Ich persönlich finde ja, aber ich bin altmodisch, dass man ein Gefühl dafür verliert, wie viel man auch ausgibt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es läuft auf diese Sache hinaus. Ich glaube, das ist nur eine Frage von einigen Jahren. Und wir müssen deswegen Sicherungen schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube einfach nicht, dass man den Trend aufhalten wird. In der jüngeren Generation auf keinen Fall. Vielen Dank. Bitte schön. Guten Morgen. Sagen Sie uns Ihren Namen. Einen wunderschönen selbigen. Mein Name ist Hermann Kleber. Ich komme aus der Nähe, wo Andrea zu Hause ist. Er kommt aus dem Ort, wo ich geboren bin, aus Mellich. Genau. Ich habe zwei Fragen, Andrea. Du sagtest eben digitale Teilhabe. Digitale Teilhabe bedingt aber auch, dass ich Zugang zu diesen Daten habe und zu den Netzen. Und du weißt, in der Eifel ist es sehr, sehr schwierig. Was macht die Bundesregierung denn, dass wir zum Beispiel Orte, die komplett abgeschaltet sind, die überhaupt keinen Zugang haben, was kann man da machen von Seiten der Regierung? Ich
könnte mir schon vorstellen, dass man was machen könnte, kostet aber viel Geld. Zweite Frage, es ist ja eine Diskussion, das 5G-Netz. Es gibt auch Firmen, junge Unternehmen, Start-ups, die sind darauf angewiesen, dass sie einen vernünftigen Datenzugang bzw. Datenmengen empfangen und senden können. Und das ist zurzeit nicht gegeben. Wie sieht es da aus? Was habt ihr, die SPD, insbesondere im Bundestag, für Vorstellungen, wie man dieses Problem, was ja wirklich drängend für die kleinen Start-ups ist, zu unternehmen und etwas in die Gänge zu leiten? Vielen Dank. Ja. Ja, Herr Mann, das will ich dir ganz klar sagen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wir wollen als Bedingung machen für diese Lizenzversteigerung des 5G-Netz, dass es eben auch dann von denen, die da anbieten, ihre, die das haben wollen, dass sie eben auch massiv investieren, auch in abgelegenen Räumen, dass wir eine Abdeckung kriegen, dass das eben an der Stelle von vornherein mit eine Bedingung für die Versteigerung überhaupt wird. Und daran knapsen die. Die haben sich jetzt teilweise zusammengetan, weil sie wissen, sie kriegen es nicht alleine hin. Ja. Da ist richtig Musik hinter. Wir haben insoweit jetzt durch diese Versteigerung die Macht ein Stück weit auch mit in der Hand, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es anders als in der Vergangenheit jetzt auch eine Zusage geben muss für wirklich eine 100% Flächenabdeckung dieses neuen Netzes. Und das ist gerade in den Regionen, die mir ja nur zu vertraut sind, weil ich aus der Ecke komme. Aber es gibt das ja überall in Deutschland. Ja, ich hab gestern den Bundespräsidenten angerufen mal wieder und wollte ihm zu seiner großartigen Rede gratulieren. Ja. Also am Freitagnachmittag war das, da war ich in der Eifel und bupp, war er mal wieder weg. Ne? Und dann war mir das dann echt peinlich. Ja, dann rief er wieder zurück und dann sagte, wo bist du denn? Sag ich ja, Eifel, jojo. Also da war, ne? So, das heißt also, ich rede hier aus Erfahrung und ich kann dir nur sagen, wir versuchen gerade das genau an dem Punkt miteinander zu verbinden. Vielen Dank. Ja, okay. Vielen Dank. So, Madame. Und dann waren Sie. Moment. Übrigens, die Eifel ist nicht mehr das Sibirien Preußens. Nee. Okay. Sehr schön. Hashtag. So, bitte, nehmen Sie Platz. Sagen Sie Ihren Namen. Geraldine und ich bin IT-Unternehmerin. Und ich habe eine Frage. Aus Erfahrung sehe ich immer, dass ältere Generationen sich in der IT, also egal welche digitale Art, sehr schwer tun. Und viele Banken schließen die jetzt auch aus. Jetzt werden wir sprechen, Europa-Modell. Wir wollen ein neues Modell entwickeln, neue Betriebssysteme, von mir aus auch neue Entwicklungstools. Werden dann die Älteren auch einbezogen, weil die tun sich wirklich schwer. Und ich habe immer das Gefühl, es wird immer nur für die jüngere Generation entwickelt. Und da müsste man überlegen, dass die wirklich auch als Testperson agieren. Kann man das mit einbeziehen? Vielen Dank. Sie können ruhig bleiben, um die Antwort sich ruhig hier anhören. Keine Sorge, es ist... Ja, eine perfekte Antwort habe ich da leider nicht. Nee. Die Entwicklung ist dermaßen rasant. Ich habe ja eben von den 10 Jahren berichtet und ich sehe es ja auch bei meiner Mutter, die hat jetzt erstmal so ein Seniorenhandy gehabt, jetzt habe ich ihr ein Smartphone gekauft, jetzt liegt das nur da rum und sie hat immerhin gelernt zu skypen und E-Mail ist jetzt okay. Sie ist jetzt 71, es gibt ja noch Ältere. Es ist wirklich ein Problem. Und ja. Noch älter. Ja. Habe ich mal gehört. Ja, klar. Gerüchte. Was ich eigentlich an Positivem bisher erlebt habe dazu, ist eher ehrenamtlich, wo Jüngere gesagt haben, wir machen das Angebot, wir unterstützen, wir gehen auch teilweise in die Seniorenheime, wir machen am Rentnercafé mal eine Runde. Also was Besseres ist mir momentan noch nicht begegnet, als dass sich wirklich so ein intergenerationeller Dialog da entfaltet hat, der eine dem anderen hilft. Wie wir das politisch verorten sollen oder wie wir das machen sollen, es lohnt sich wahrscheinlich einfach nochmal drüber nachzudenken. Aber eine echte, wirklich gute Antwort habe ich echt nicht darauf. Ja. Vielen Dank. So, erst Sie und dann der junge Herr davor. So, nee, du kannst ja. Um Gottes Willen. Guten Morgen, sagen Sie Ihren Namen.
Ja, gerne. Mein Name ist Walter Kühme. Ich habe genauer gesagt zwei Fragen. Die eine bezieht sich nochmal auf das Thema Datenschutz. Das ist einmal schon angesprochen worden. Wir surfen alle im Netz, ist klar. Wir hinterlassen Spuren. Das gefällt uns manchmal, manchmal gefällt es uns nicht. Was mir noch nicht ganz einleuchtet an dem Vorschlag, Daten zu teilen, ist Folgendes. Google, andere Konzerne haben Daten über mich, die wissen, wann ich zum Zahnarzt gehe, senden mir dann auf dem Weg zum Zahnarzt irgendwelche Werbesendungen für Implantate und solche Scherze. Wenn das jetzt auch noch geteilt wird mit anderen, so richtig begeistert wäre ich davon nicht, das als Entgegnung dazu. Zweite Frage, ganz anderes Thema, bezieht sich mehr auf den wirtschaftlichen Aspekt. Wir können ja jetzt schon feststellen, dass die Wertschöpfung in der digitalen Wirtschaft weniger Manpower in der Regel benötigt. Das heißt, wir haben eine größere Konzentration von Wertschöpfung, auch von Kapital, von Reichtum in sehr, sehr viel geringeren Händen. Wenn man das mal mit der Autoindustrie vergleicht, haben wir da eine ganz andere Dimension. Das, finde ich, ist eine generelle Frage für uns als Sozialdemokratie. Wie wollen wir künftig damit umgehen? Vielen Dank. Bleib ruhig. Also meiner Meinung nach muss man zunächst mal auch davon klar sagen, natürlich anonymisierte oder synthetisierte Daten werden nur geteilt. Das ist sowieso mal erstmal klar. Das habe ich sowas von vorausgesetzt, dass ich jetzt ehrlich gesagt möglicherweise das gar nicht mehr eben deutlich genug gesagt habe. Was den zweiten, dann muss man trotzdem noch darüber reden, welche Päckchen. Was wir gelernt haben in internen Workshops, die wir dazu gemacht haben in der SPD-Zentrale, ist, dass man teilweise ja gar nicht weiß, was für Daten soll man sozusagen, was für Daten will man eigentlich haben und wie geht das genau? Da wird noch viel zu diskutieren sein an der Stelle. Was die zweite Frage angeht, habe ich gestern schon eine Antwort darauf gegeben. 1860 hatten durchschnittliche Arbeiter in Deutschland 150.000 Stunden in seinem Leben arbeiten müssen. Knochenhart. Im Jahre 2018 waren es 50.000 Stunden. Und was sich daran zeigt, ist, dass was wir an Gewinn haben, also weniger Manpower wird gebraucht, das kann ja sein. Dann haben wir in Deutschland zwei Effekte. Einmal, wir haben tatsächlich auch weniger Leute, wir haben weniger Fachkräfte. Das ist in anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland und in Japan haben wir dieses Thema. Digitalisierung und Demografie küssen sich hier. Ja, weil das ist in anderen Ländern, in Frankreich steigt zum Beispiel die Bevölkerung, die werden da größere Schwierigkeiten haben. Wir haben eine Chance, weil wir einen abnehmenden Fachkräftekörper insgesamt haben. Der zweite Punkt ist Arbeitszeitverkürzung. Deswegen habe ich gestern auch in meiner Rede dem Thema Zeit so viel gewidmet. Wir können diese Produktivitätsgewinne, die wir haben, mit weniger Menschen entweder in die Akkumulation von Kapital überführen von wenigen, also sprich das, was so gemeinhin läuft im Kapitalismus. Oder wir können daraus eine Verteilungsfrage machen, was kriegen alle davon? Geld oder Zeit? Und es wäre der vernünftigste Weg zu sagen, gute Löhne ja, aber wir, die Dividende der Digitalisierung ist eine weitere Arbeitszeitverkürzung. Das ist das, worum es mir eigentlich da geht. Das ist der eigentliche Kern dessen, worum es geht. Vielen Dank. Dankeschön. Der junge Mann, kommen Sie ruhig. So, guten Morgen. Ja, was brauchst du? Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Guten Morgen, mein Name ist Wirt und bin Juso und junger europäischer Föderalist aus Kassel. Und meine Frage ist, wir haben bis jetzt den Amerikanern den Dienstleistungssektor überlassen. Das ist eigentlich auch gut so. Denn nach dem Wirtschaftsprinzip von Ricardo, der den freien Welthandel hier anspricht, was auch eigentlich für die Amerikaner ja nicht lohnenswert ist, heißt es den absoluten Kostenvorteil, wir bauen bessere Autos, denn die Amerikaner können es nicht, aber wir können schlechter programmieren als die Amerikaner. Aber wieso haben wir das bis jetzt zugelassen, dass die amerikanischen Internetunternehmen wie Facebook, Google, Amazon alle ihre Sitze in Steueroasen wie Irland oder die Niederlanden haben und dort ihre Steuern bezahlen? Und jetzt jammert Donald Trump jetzt rum, dass wir scheinbar ein Defizit von 244 Milliarden Dollar im sekundären Sektor haben, also im Herstellungssektor für Autos. Aber die haben dafür ein Defizit beim Dienstleistungssektor bei 247 Milliarden Euro. Also im Endeffekt haben die 3 Milliarden mehr Geld
in der Wirtschaft eingenommen als wir. Wieso können wir das denen nicht verklickern? Wieso verklickern wir das die Amerikaner das nicht? Ja, Donald Trump redet gerne von alternativen Fakten und Fake News, aber wieso kriegen wir das nicht hin, den Amerikanern und den Deutschen das zu verklickern? Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wie verklickerst du das, Donald? Ja. Also ich weiß aus, also zunächst mal möchte ich ganz klar sagen, das ist eben ja auch auf der Bühne schon gesagt worden, so ganz so müssen wir uns nicht mehr verstecken. Wir haben ja durchaus in den letzten Jahren den Schuss gehört, was die Entwicklung angeht, was die Softwareentwicklung angeht, KI und anderes. Da ist Deutschland sehr stark am Aufholen und da sind wir in einigen Bereichen jedenfalls also vor einigen Jahren aufgewacht. Und das zeigt sich auch. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Pfad, aber du hast recht, die Dynamik dieser ersten Jahre, die haben wir noch lange nicht eingeholt. Der zweite Punkt ist, Donald Trump was zu verklickern. Es ist aus meiner Sicht eine Herkulesaufgabe. Ich kenne überhaupt niemanden, der ihm da was verklickert hat bisher. Aber was der Typ kapiert, ist Machtkategorien. Und als es möglich war, dass Jean-Claude Juncker gemeinsam für die gesamte Europäische Union gesprochen hat und es ja diesen Handelskrieg drohte, da hat die gemeinsame Kraft der Europäischen Union verhindert, dass die ausgerollt wurden. Und das ist die einzige Sprache, die der Typ versteht. Stärke. Und die müssen wir in Deutschland nicht bringen, sondern in Europa. Europa ist die Stärke. Vielen Dank. Dankeschön. So, Madame, dann daneben und dann. So. So, guten Morgen. Hi. Sagen Sie Ihren Namen? Mariana Kriebel aus Bergisch-Ladbach bei Köln. Ich engagiere mich unter anderem im Stadtelternbeirat bei uns und muss feststellen, wenn wir von wir wollen zukunftsfähig sein sprechen, weder die Schulklassenräume noch die Lehrer entsprechend ausgebildet sind. Wie wollen wir das hinbekommen, dass Schüler nicht kompetenter sind als ihre Lehrer und wir da einfach, ja, sie auch sensibilisieren für die Tücken des Internets und auch zukunftsfähig machen. Vielen Dank. Ja, es gibt jetzt richtig Geld, das Olaf Scholz auch zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe letzten Freitag über eine Grundgesetzänderung verhandelt, die es uns jetzt als Bund ermöglicht, dass wir auch in den Schulen was unterstützen können. Und zwar nicht nur die Technik dahin zu stellen, sondern auch die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Weil das bringt es nicht nur Technik. Wir brauchen wirklich, und das finde ich total richtig gesagt, Kompetenz. Schule lebt wirklich von einzelnen Physik- und Mathelehrern, die es sich zum Thema machen. Ich würde mal sagen, das ist der momentan einzige Weg. Das kann es nicht sein. Es muss insgesamt eine Weiterbildung bei den Lehrern auch finanziert werden. Und wir schaffen gerade die Voraussetzung dafür auf der Bundesebene über diese Grundgesetzänderung. Da diskutieren wir gerade mit den Oppositionsparteien, FDP und Grünen, die wir brauchen, um das hinzukriegen. Und ich glaube, wir kriegen es auch hin. In den nächsten 2 Wochen, glaube ich, könnt ihr damit rechnen, dass wir 2-3 Wochen, dass wir es schaffen. Vielen Dank. Dankeschön. So, moin moin. Sagen Sie die Frage oder erstmal den Namen und dann die Frage. Ja, mein Name ist Benjamin. Und also erstens mal danke, dass ihr alle noch dem Datenschutz nochmal nachgehakt habt, solange bis es beantwortet wurde. War übrigens genau die Fragestellung, welche Daten werden geteilt, die dahinter steckte. Die andere Frage ist, es nicht auch eine Art, die soziale Marktwirtschaft in die Digitalisierung zu führen, indem wir jetzt, wie bei einem 5G-Netz, das ja dann dem Staat sozusagen gehört und sich andere nur einkaufen, das nicht auch bei dem Glasfaserausbau der Telekom wegzunehmen und wir jetzt wirklich in die eigene Hand nehmen, also der Staat das wieder in die eigene Hand nimmt und das dann auch behält und auch dort nur Lizenzen vergibt. Weil das geht mir ehrlich gesagt viel zu langsam voran. In Hessen, der bestausgebaute Landkreis außerhalb der Städte, ist der Odenwaldkreis bei mir in der Nachbarschaft. Und der hat auch nur 50.000 Leitungen da liegen. Vielen Dank. Ganz ehrlich, wollen wir es jetzt in den nächsten Jahren haben oder nicht?
Wenn wir es in den nächsten Jahren haben wollen, dann können wir es jetzt nicht der Telekom aus der Hand reißen. Wir können den Dampf machen, weil sie dir gerne bei 5G und anderen ja auch und so weiter dabei sein wollen. Ich sage mal ganz ehrlich, es geht momentan um Kapazitäten, die wir dringend brauchen, das überhaupt unter die Erde zu kriegen. Ich sage es jetzt mal ganz simpel. Wir haben einen Engpass bei den Kapazitäten, bei der Umsetzung. Die Bauwirtschaft ist, der Tiefbau ist 100% ausgelastet, 97% Bauwirtschaft. Leute, für mich geht es momentan also wirklich um Beschleunigung, damit wir es hinkriegen. Die Grundsatzdebatte, wenn ich vor Jahren gefragt wurde, und da war ich Juso-Vorsitzender, da war ich, sage ich dir, ganz auf deiner Seite. Wir haben es aber damals anders entschieden und wenn wir das jetzt umswitchen, dann dauert es noch länger, um das alles umzusetzen. Das ist die blöde Wahrheit an der Stelle. Wir haben die Umsetzer, ich habe mich neulich auch mit einigen getroffen, auch mal mit Höttges, auch mal gezeigt, wir müssen auch über Standards reden. Wir sind auch deswegen im Glasfaserkabelausbau so langsam, weil wir daraus mal wieder also der hat mir gezeigt, wie das in anderen Ländern gemacht wird. Auf der Außenfassade wird das da verlegt in vielen Ländern. Es sieht erstens mal scheiße aus und ist total bescheuert. Aber Leute, womit er recht hat, ist, dass unsere Standards dermaßen high-end sind, dass es einfach also viel teurer ist, Glasfaser auszubauen in Deutschland als in anderen Ländern und wir auch dadurch langsamer sind. Also vielleicht kann man ja auch da an der Stelle, und das ist eine staatliche, öffentliche Aufgabe, mal ein bisschen bei den Standards ran, dass wir schneller werden, dass es nicht so viel kostet, weil wir sind wirklich an der Stelle verletzlich als Produktionsstandort, als Industriestandort, als jemand, der Hightech machen will, wenn wir es an der Stelle nicht hinkriegen. Aber die Grundfrage kann ich leider nicht mal innerhalb von 2 Jahren jetzt wieder umlegen. Das würde die Sache noch verlangsamen. Deswegen eher nein. Vielen Dank. So, ich sehe euch hier in der Mitte. Ich sehe euch. So, guten Morgen, sagen Sie Ihren Namen. Ja, guten Morgen, Gerald Heitzmann. Ich komme aus dem Saarland, bei Saarbrücken. Bei uns brennt im Moment ein bisschen die Bude. Wir haben den größten Motorenbauer an der Saar, Hallbergguss, Neue Hallbergguss. Dort haben wir dieses Phänomen, das Sie vielleicht kennen, eine Heuschrecke kaufst, die nächste Heuschrecke kaufst und der dritte, in dem Fall war das Privent, geht dann hin und benutzt es gegen VW. Da stehen 1500 Arbeitsplätze in Saarbrücken im Moment vor dem Aus, plus 700 bei Leipzig. Ein Werk in Südafrika wurde abgekoppelt. Meine Frage ist jetzt, warum schafft es eine SPD, die dort in der Regierung ist, nicht zusammen mit ihrem Ex-Vorsitzenden Lafontaine, der es da wirklich gut gemeint hat und alle, die jetzt böswillig denken, ach Gott, Lafontaine, wir Saarländer sind sehr stolz darauf, dass damals Saarstahl gerettet wurde. Es ist nicht gerade die digitalste Frage, aber es ist eine berechtigte Frage. Also, nein, verstehen Sie das nicht falsch, aber Ihre Frage ist, wie kann das möglich sein, dass es so ist? Wie kriegen wir das hin? Dankeschön. Das weiß ich nicht. Ja, du musst mal sagen. Ja, okay. Nee, also, Entschuldigung, ich bin, ich war jetzt gerade in Hessen bei einer Firma, die so Flugzeugküchen herstellt, die auch von einem Heuschreckendesaster ins andere geführt wurde und die waren mal Marktführer und sie sind es jetzt nicht mehr, weil die nur ausgesogen haben und wir müssen an der Stelle also alle noch mal kapitalismuskritischer werden. Ich kann an dieser Stelle aber keine schnelle Lösung für diesen konkreten Fall. Ich kenne mich da nicht aus. Was ich gerne anbieten will, ist, dass ich, wenn wir hier das Podium verlassen, dass wir uns noch mal irgendwo in die Ecke stellen und darüber einfach noch mal im Konkreten reden, damit ich mehr verstehe, warum es vor Ort geht. Es hilft mir jetzt nichts, hier was zu verkünden, was gar nicht passt. Aber ich würde mir die Zeit nehmen, das dann am Ende, am Rande der Veranstaltung noch mal zu machen. Ja? Vielleicht noch ein Lob. Vielleicht noch ein Lob. Frau Nahles, Sie haben sich hervorragend eingesetzt in Ihrer Ministerzeit. Gestern haben Sie 2 Präsidenten hierher geschleppt. Heute Morgen, ich bin in einem Hotel, denke ich, naja, guckst mal, was diese Berliner Morgenpost, für uns ist das bei uns natürlich nicht unsere Ecke, was da drin steht. Wissen Sie, was da drin steht? Kein Wort. Nee, Dankeschön. Danke. So, ich habe Sie in der ersten, kommen Sie? So. Und dann als nächstes Sie und als drittes. Okay, so, setzen Sie sich hin. Sagen Sie Ihren Namen. Mein Name ist Michael Schmidt.
Es wird sehr viel technische Fragen gestellt. Es geht ja um Kapitalismus. Ich finde ja, dass die Geschäftsidee ist ja eigentlich ganz toll. Wir geben umsonst unsere Daten weg. Der Erste, der sie empfängt, verkauft sie weiter, verdient Geld. Der Nächste verkauft sie weiter, verdient nochmal Geld. Und so geht das immer weiter. Hier wird eine Wertschöpfung mit unseren Daten gemacht. Und die zahlen nicht mal Steuern. Wie können wir denn von diesen Sachen partizipieren? Wie können wir denn eigentlich da Gewinne von schöpfen? Denn das ist ja nun Kapitalismus pur. Vielen Dank. Ja, die ganze Wertschöpfungskette muss besteuert werden, Leute. Das ist ganz simpel. Von Anfang bis Ende. Und wir haben jetzt in der letzten Woche ein Gesetz im Deutschen Bundestag durchgebracht, wo die Umgehung und der Missbrauch bei der Umsatzsteuer im Onlinehandel bekämpft wurde. Auf der nationalen Ebene hier haben wir das gemacht. Damit diese Umgehung der Steuer hier in Deutschland an der Stelle im Onlinehandel abgestellt wird. Man muss an allen Ecken und Enden jetzt dafür sorgen, dass sich das Recht, und in dem Fall ist es Steuerrecht, auch durchsetzt. Bei den großen global agierenden Unternehmen wird das aber rein nationalstaatlich nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir da eine europäische Lösung, am besten eine internationale. Aber da mache ich mir keine Hoffnung. Eine europäische kriegen wir hin und das wäre schon viel wert. Vielen Dank. So, kommen Sie. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich weiß, dass nicht alle drankommen können. Es tut mir auch leid. Aber so, hi. Guten Morgen. Sagen Sie Ihren Namen? Hallo, Lutz Krei ist mein Name. Ich lebe im Münchner Raum, in Klammern 9,7%. Mir geht es so ein bisschen so ums Grundsätzliche. Und da möchte ich, also nicht ums Digitale, oder? Doch, Digitale. Ich möchte den Vorschlag aufgreifen, den Frau Nahles gemacht hat. Und was mich daran gestört hat, ist, dass sie sich orientiert an dem Machbaren. Als Partei kann man so keinen Markenkern entwickeln, wenn man sich von vornherein bei der Ideenfindung um das Machbare kümmert, sondern man muss eine Perspektive, die darüber hinausgeht, entwickeln. Das ist meine Position. Vielen Dank. Machbar über Vision sozusagen. Also ich finde das jetzt echt, echt total daneben. Ja, das sage ich auch mal so klar. Das, was ich hier vorschlage, wer ernsthaft glaubt, dass ein Daten-für-alle-Gesetz ja mal eben durchgesetzt werden kann und nicht über das tägliche Alltagsgeschäft hinausreicht. Der hat aber ehrlich gesagt den Schuss noch nicht gehört. Ich sage mal, ich habe lediglich das nicht machbar bezeichnet, die Vergesellschaftung von Google. Und ich stehe zu dieser Aussage. Es ist doch die Frage, ob wir etwas uns vornehmen, eine Vision, die man mit viel Kraft und viel Überzeugung und viel Begeisterung für die Sache irgendwann auch erreichen kann, oder ob man sich in utopistische Ideen versteigt, die nicht möglich sind. Nur um diese Diskussion zwischen Vision und Utopie, da mache ich einen Unterschied. Und ich sage, an dieser Stelle will ich eine Vision, und die habe ich hier vorgestellt, und da habe ich schon viel Arbeit in den letzten Monaten investiert, dass diese Partei SPD wieder Visionen hat. Und wollte ich euch mal sagen, wo gestern bei meiner Rede am wenigsten geklatscht wurde? Bei dem Visionsteil. Warum? Ja! Ja, warum? Weil es eben eine Vision ist, mit der sich noch nicht alle vertraut gemacht haben und noch nicht alle mitgedacht haben, und dass wir das in der Partei auch entwickeln. Am lautesten wurde natürlich bei Sozialstaat geklatscht. Ist auch in Ordnung für eine SPD. Aber ich kann euch nur dazu raten, das jetzt hier nicht einfach so hinzustellen. Man darf sich nicht nur aufs Machbare. Tue ich überhaupt nicht. Dieses Panel hier ist der beste Beleg dafür, dass die SPD bei weitem über das hinausgeht, was in irgendeiner Koalition, egal welcher Koalition, in den nächsten 4 Jahren erreichbar ist. Das ist mein Selbstbewusstsein an dieser Stelle. Das sage ich auch in dieser Klarheit. Vielen Dank. Eigentlich. So, ich sehe noch, ich sehe viele Fragen, aber es ist 11 Uhr, deshalb, ich weiß, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber wir können da jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage nehmen, bitte. Und dann sind wir leider durch und die ganzen Leute, die nicht dran kommen, können mich gleich hassen. So, einen Moment. Sagen Sie Ihren Namen. Mein Name ist Klaus Kronewitz und ich finde dieses Thema unendlich wichtig und richtig. Ich finde auch das Forum sehr schön gewählt, ganz hervorragend.
Glückwunsch. Aber ich muss auch sagen, mir reicht das nicht. Wir sprechen hier über Deutschland. Wir müssen sehen, dass wir Europa einbeziehen, dass wir die ganze Welt einbeziehen. Denn letztendlich wissen wir doch alle, wo können die Daten überall landen? Sie landen überall. Sie landen in den USA, sie landen in Russland, sie landen in China. Wie wollen wir das in den Griff kriegen? Wenn wir hier erstmal anfangen, ist das schön und gut. Aber weltweit ist es wichtig. Vielen Dank. Das stimmt. Das stimmt. Und ich habe gestern deswegen auch gesagt, wir müssen neue Allianzen schmieden. Das meine ich total ernst. Momentan ist doch der Trend genau andersrum. Weltstaatliche Lösungen werden diskreditiert, gekündigt. Trump hat das Pariser Klimaabkommen, was ja zum Beispiel ein Vorbild sein könnte. Wir könnten ja auch sowas wie ein Pariser Datenabkommen machen. Ja, das ist ja möglich, wenn wir das gemeinsam wollen, Leute. Das ist doch möglich. So, und deswegen lege ich auch so Wert darauf, dass wir sagen, wir müssen uns aufmachen. Ich stimme dir 100% zu. Das ist keine Aufgabe für Kleinstaaterei. Das ist eine weltumspannende, weltöffentliches Interesse ist das. Weltöffentliches Interesse, das wir politisch steuern und organisieren müssen. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Danke. So, meine Damen und Herren, es ist 11 Uhr. Wir haben schon ein klein wenig überzogen. Wir bedanken recht herzlich bei Ihnen allen, dass Sie da waren. Und vielleicht noch einen kleinen Abschlussapplaus an unsere Parteivorsitzende Andrea Nahles. Dankeschön und schönen Tag.